Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich darüber, dass ich auf diese Art und Weise die Abschlussveranstaltung zum Thema Arbeit 2020 mich auch zu Wort melden kann. Es ist ein zentrales Projekt des Arbeitsministeriums in Düsseldorf in den letzten Jahren gewesen. Wir haben dieses Projekt mit rund 4 Millionen Euro unterstützt und ich glaube, dass wir damit vor allen Dingen auch den Gewerkschaften die Möglichkeit gegeben haben, Mitarbeiterbeteiligung in einer wichtigen Strukturierungsfrage mitzuentwickeln. Und wir haben doch zusammen festgestellt, dass wenn Veränderungen in Betrieben notwendig sind, dass es viel besser geht, wenn es mit den Mitarbeitern gemeinsam umgesetzt wird, wenn es zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern, zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat besprochen wird und wenn wir die Kolleginnen und Kollegen auf diesen Veränderungsweg mitnehmen können. Denn wenn Menschen Veränderungen nicht verstehen, dann haben sie vor jeder Veränderung Angst und dann kriegt man am Ende das Projekt nicht hin. Aber in diesen Jahren der Projektlaufzeit haben wir eben auch sehr viel gelernt, auch im Übrigen über Digitalisierung gelernt, was uns jetzt, finde ich, auch nachhaltig zugute kommt und was ja auch Ausdruck in mittlerweile tarifrechtlichen Regelungen findet, wofür ich die IG Metall in Nordrhein-Westfalen besonders beglückwünsche, dass sie diese Fragen auch in einen Tarifvertrag regeln konnte. Es stehen weitere Veränderungen in der Wirtschaft an. Nordrhein-Westfalen kennt Strukturwandel und kann Strukturwandel. Wenn ich an die Veränderungen zur Klimaneutralität denke, werden noch viele Veränderungen in den Betrieben, auch in der Industrie, auf uns zukommen. Und ich glaube, dass das Projekt Arbeit 2020 auch für diese Veränderungen eine ganz gute Blaupause ist, wie man Belegschaften auf notwendige Veränderungen mitnehmen kann. Ich wünsche dem Kongress heute einen sehr guten Verlauf und dass wir das, was wir in diesem Projekt gelernt haben, auch weiterhin in Nordrhein-Westfalen bei Strukturwandel, bei Veränderungen in den Betrieben anwenden.